Aber bevor wir hier so richtig in das Thema losstarten, möchte ich einfach ein kurzes Zeugnis erzählen. Nicht unbedingt etwas, was ich jetzt erlebt habe, aber was, ja, womit ich beschäftigt bin die letzten Tage. Und zwar habe ich meinen Bruder diese Woche getroffen. Wir sehen uns nicht so häufig, aber er war einfach total begeistert von einer Sache. Und zwar liest er gerade ein Buch von Smith Wigglesworth. Viele von euch kennen diesen Namen bestimmt. War echt ein Mann Gottes, ein Evangelist, ein ganz einfacher Mensch mit einem Sprachfehler, aber ist einfach gewaltig von Gott gebraucht worden. Und ich habe schon manches Zeugnis von ihm gehört und auch dieses Zeugnis, aber lange nicht mehr dran gedacht. Und mein Bruder hat mir das einfach erzählt und es beschäftigt mich so, weil ich finde, es passt mehr denn je, diese ganze Thematik in unsere heutige Zeit. Sicher geht es euch auch so, ja, ihr seid umgeben von Dingen, die nicht rundlaufen. Ihr seht Menschen, die Probleme haben, die Nöte erleben, die krank sind. Und ihr wisst, dass das Reich Gottes übernatürlich ist und dass Jesus uns einen Auftrag gegeben hat. Und so kämpft ihr mit Sicherheit, so wie ich, wie wir, immer wieder mit dieser Herausforderung zu sagen, Gott, ich will einfach mehr von deinem Reich sehen, von deiner Kraft. Mehr Zeichen und Wunder. Auf jeden Fall, Smith Wigglesworth war verheiratet, hatte Kinder und seine Frau war auch im Dienst. Sie war eine Predigerin und sie hat immer zu ihm gesagt, wenn ich mal sterbe, will ich am liebsten mitten im Predigen sterben, weil da fühle ich mich eigentlich einfach am allermeisten am Leben. Und tatsächlich kam der Tag, wo er einen Anruf bekommen hat. Und derjenige am Telefon hat gesagt, Smith, deine Frau ist beim Predigen umgekippt und sie ist tot. Und dann ist er hingefahren und hat sie abgeholt. Und dann zu Hause hat er sie genommen, sie war tot und hat sie an die Wand gedrückt, sie hingestellt und an die Wand gedrückt und hat gesagt, du kommst zurück. In Jesu Namen spreche ich Leben in dich hinein und befehle wirklich diesen Geist des Todes von dir zu gehen. Und zuallererst ist gar nichts passiert. Und dann hat er es nochmal über ihr ausgesprochen und dann ist sie tatsächlich ins Leben zurückgekommen, konnte aber nicht reden und auch nicht selbstständig sich bewegen. Und dann hat er noch ein drittes Mal wirklich einfach Leben in sie hineingesprochen und sie war zurück im Leben. Es war aber dann tatsächlich so, dass sie sagte, Smith, ich möchte nicht hier bleiben, lass mich bitte gehen. Und so ist uns dann berichtet, dass er und seine Kinder, dass sie dem zugestimmt haben, zu sagen, okay, dann geh du zurück. Und dann hat sie die Augen zugemacht und war quasi bei Jesus. Und es hat mich einfach ganz neu gepackt, einfach nur zu denken, ja, Mensch, das ist nicht das erste Mal, dass ich dieses Zeugnis höre, aber das ist einfach so eine krasse Realität, in der verschiedene Menschen auch in der Vergangenheit gelebt haben. Und ich meine, sagt ihr doch mal, schreibt doch mal einen Satz dazu. Was macht das mit euch? Ich meine, mich macht es einfach nur hungrig. Ja, in mir ist dann echt ein Schrei zu sagen, oh Gott, ja, ich weiß, dass du derselbe Gott bist und dein Wort sagt mir, dass deine Kraft in mir lebt. Und sollte es nicht normal sein, dass wir genau die gleichen Sachen erleben? Und man hat dann ja immer zwei Möglichkeiten. Ja, entweder wird man an irgendeinem Punkt tierisch frustriert und entmutigt und sagt, ich weiß nicht warum, ne, ich will ja, aber es passiert nicht. Oder man lässt einfach zu, dass in einem ganz neu eine Erwartung weckt, ein Hunger und auch eine Ausrichtung, dass man anfängt, wieder neu mit einer neuen Dringlichkeit vor Gott zu stehen. Und dafür habe ich mich entschieden, ja. Und das ist einfach so real. Ich habe einen Hunger danach zu sehen, dass wo wir gehen und stehen. Ja, Jesus, egal wo er war, sie haben die Menschen zu ihm gebracht und zwar mit allen möglichen Leiden und egal womit sie kamen, Jesus hat sie alle geheilt. Ja, manchmal sind diese Berichte in der Bibel so kurz und knapp, so nach dem Motto, da gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Egal, wer krank war, egal was das Problem war, Jesus hat geheilt. Punkt. Und das ist einfach das, wo ich hin möchte und du hin möchtest, oder? Und das ist auch das, wo Gott uns hinhaben möchte. Und ich glaube einfach, das, was in der Vergangenheit einzelne Menschen gemodelt haben, das war deshalb so, damit wir umgeben sind von Zeugnissen und von
von Bildern, dass wir sehen können, wie es aussehen soll, damit wir unsere Augen auf Gott richten, damit wir wirklich nach ihm Ausschau halten und damit wir ihm immer wieder auch unser Unvermögen bekennen und gleichzeitig aber auch unsere Bereitschaft zu sagen, Gott, wir wollen wirklich Boten und Repräsentanten deines Königreichs sein. Wir wollen Jünger Jesus sein. Wir wollen tun, was er getan hat. Und da möchte ich euch so ganz abseits von unserem eigentlichen Thema heute Morgen echt herausfordern. Ich möchte dich herausfordern. Ja, vielleicht hast du in der Vergangenheit Bücher gelesen oder bestimmte Personen für eine Zeit lang in deinem Leben gehabt, wie Smith Wigglesworth oder andere. Da gab es ja auch viele. Ja, ich möchte dich einfach ermutigen, geh zurück und finde diese Connection Punkte ganz neu in deinem Leben. Ich habe das Buch von Randy Clark wieder angefangen zu lesen. Es gibt mehr. Ja, einfach aus der Not heraus zu sagen, Gott, es ist nicht genug und ich weiß, dass du deinen Teil erledigt hast. Letzten Endes hängt es irgendwie an mir. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass Gott uns vorbereitet und er hält nicht Ausschau nach einem Alex oder einer Anja. Ja, die er dann freisetzen kann, sondern ich glaube wirklich, dass Gott kommen wird und dass er uns im Leib Christi seine Braut freisetzen wird für ein übernatürliches Leben. Denn Fakt ist, du und ich, wir sind nicht die Lösung für eine Nation oder für diese Welt, sondern es braucht uns alle. Und ich glaube, dass das ist, was auf uns wartet und es braucht aber unser Hineinpressen. Ja, es ist eine Zeit des Hineinpressens. Und ja, es ist schon seit ein paar Jahren so und immer wieder, das macht nichts. Ich möchte euch einfach ermutigen, einladen, sagen, kommt, lasst uns doch gemeinsam echt zusammenstehen. Und so möchte ich einfach kurz beten und auch diese Session echt einfach in Gottes Hände legen. Vater, ich gebe dir unsere Herzen, ich gebe dir mein Herz und unsere Sehnsucht, dein Reich wirklich in Kraft und Macht und Herrlichkeit zu sehen. Jesus, du sagst, geht, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, tut Zeichen und Wunder. Und wir wollen das und scheitern doch so oft an unserer eigenen Kraftlosigkeit. Herr, wir richten unsere Augen auf dich und wir sagen, hier sind wir, hier bin ich. Gebrauche mich, gebrauche uns. Danke, Vater, für die Zeit, die wir hier gemeinsam haben und dass du uns auch hier in der Spirit Life Gruppe nimmst, dass du uns zusammenschweißt, und dass du uns freisetzt immer mehr hinein in ein übernatürliches Leben mit dir. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist. Amen. 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 Ja, Mann, die letzten zwei Sessions waren stark und auch gefüllt mit so vielen faszinierenden Eckpunkten und Säulen, können wir gar nicht alles wiederholen. Deswegen, wenn du es verpasst hast, fang von vorne an, ja. Hör dir diese Sessions an. Die sind nicht langweilig und die sind nicht zutiefst theologisch. Sie bieten dir eine vernünftige biblische Grundlage und eine ganz klare Struktur, wie du erfolgreich mit deinen Finanzen haushalten kannst, okay? Und heute wollen wir da quasi noch eins drauflegen. Alex, ich weiß gar nicht, möchtest du von letzter Session noch irgendwie was zusammenfassen, wiederholen oder in Erinnerung rufen? Dann mach das doch jetzt. Ja, zuallererst guten Morgen nochmal von meiner Seite und das, was du als Einstiegszeugnis, aber auch von deinem Bruder berichtet hast, Steffi, ist gar nicht so fernab von dem Thema, wo wir uns heute auch drin bewegen. Das ist mehr verbunden, als wir denken, weil es geht einfach immer darum, es gibt neben dem natürlichen Leben, was wir erleben, es gibt einfach ein übernatürliches Leben. Und das nimmt jeden Bereich ein oder das soll jeden Bereich einnehmen. Aber das natürliche Leben ist oft so dermaßen besitzergreifend, ja, dass wir uns regelrecht immer wieder danach ausstrecken müssen und so bewusst hineintauchen, hineingehen müssen in diese Wahrheit, es gibt ein Übernatürliches. Und wisst ihr, dieses Wort übernatürlich, das spricht ja auch für sich. Es steht über dem Natürlichen. Okay, also
Das Natürliche, was wir so als das Normal empfinden und was unser Leben so einnimmt, es ist eigentlich nicht das Reale und das Wirkliche, sondern das, was über dem steht, also was wichtiger ist, was die eigentliche Realität ist, gerade für uns Christen, die wir versetzt worden sind vom Reich der Finsternis hinein ins Reich des Lichts und die wir nicht mehr in dieser Welt, also nicht mehr von dieser Welt sind, sondern nur noch in dieser Welt leben, Botschafter sind eines übernatürlichen Reiches, des himmlischen Reiches, was über dem Natürlichen steht. Als solche müssen wir uns immer wieder danach ausstrecken. Das ist unser Erbe und das ist unser Land, was wir repräsentieren, nämlich die übernatürliche Welt ist unser Land. Der Himmel ist unser Land, wofür wir hier auf der Erde Botschafter sind. Sprich, wir agieren aus dieser irdischen, aus dieser himmlischen Staatsangehörigkeit heraus, ja. Wir handeln daraus, wir glauben daraus, wir beten daraus, wir gehen daraus, ja. Und das ist im Bereich Heilung, also im Bereich von Krankheit und Schmerzen, der Bereich Heilung, aber auch genauso auch im Bereich Finanzen. Ja, da steckt so viel Leben drin, wenn wir die himmlischen Strukturen zu unseren natürlichen Strukturen werden lassen. Also wenn wir wirklich das übernatürlich über das Natürliche stellen. Na, und das haben wir uns die letzten zwei Sessions angeguckt. Letztes Mal ging es hauptsächlich um das Thema Vermehrung, Multiplikation. Ja, das ist tatsächlich möglich, dass sich durch ein Wunder Gottes, ja, wie wir es ja auch in der Bibel lesen, wo Jesus tausend von Menschen mit ganz wenig Brot auch gesättigt hat. Also wie das wirklich übernatürlich vermehrt wurde. Und wir haben uns vor allen Dingen die zwei Hauptkriterien angeguckt, gerade in Bezug auf Jesus und die Brotvermehrung. Zum einen, als Jesus dieses Brot, diese Fische erstmal gesegnet hat. Also es kann sich nur etwas vermehren, was auch gesegnet wurde, also wo der Segen Gottes drauf liegt. Und hier haben wir nochmal angeknüpft an die allererste Session, dass nämlich durch das Geben des Erstlings, also des Zehntens, quasi diese 10%, wenn wir sie geben, ist quasi der Rest, die restlichen 90% ausgelöst und gesegnet. Das ist die erste Vorbedingung für Vermehrung. Und das zweite, was wir uns angeguckt haben, das letzte Mal, ist nur das, was weggegeben wird, kann vermehrt werden. Ja, um das ging es. Ja, also diese Brote, diese Fische, Jesus hat sie gesegnet und das Potenzial lag quasi in diesen wenigen Lebensmitteln, lag das Potenzial der Multiplikation, aber es wäre nie durchgebrochen, es wäre nie passiert, wenn die Jünger es nicht weggegeben hätten. Und so haben wir uns angeguckt, dass neben dem Zehnten geben eben auch das, was wir zusätzlich nicht als Opfer geben, Opfer ist nicht der Zehnte, weil das gehört uns sowieso nicht, sondern Opfer ist etwas, was wir von unserem, also von den restlichen 90%, was uns gehört, abgeben. Ja? Und es ist so kraftvoll, wirklich, probiert es aus, taucht da hinein, immer wieder entscheidet euch dafür, muss man sich echt dafür entscheiden, weil alles in einem sagt, nee, das kennen wir auch total. Ja? Das ist so eine Rückblende der letzten, vielleicht sogar der letzten zwei Sessions, ja. Ja, gut zusammengefasst. Und ich finde, einer der Kerndefinition ist einfach zu verstehen, dass Gott uns zu Verwaltern eingesetzt hat, dass ihm alles gehört. Auch wenn wir den zehnten Teil weggegeben haben, dann sind wir Verwalter. Und wir dürfen das für unser Leben verwalten, das ist richtig. Aber darüber hinaus einfach in seinem Denken und Verständnis zu wachsen, dass man das wirklich Hand in Hand mit Gott tut. Und das bedeutet dann auch, dass ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle Opfer gebe, aus dem heraus einfach vor Gott zu stehen und zu sagen, Gott, wie möchtest denn du, dass ich meine Finanzen und das, was ich habe, es geht ja über Finanzen hinaus, einfach verwalten soll. Ja, was habe ich in meiner Hand und was davon möchtest du, dass ich auch wirklich weggebe? Und diesen Prozess finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Und nicht nur was Finanzen angeht, sondern das ist eigentlich ein Lebensprinzip. Ja, alles, was ich bin und habe, hat Gott mir gewissermaßen schon geschenkt. Trotzdem gehöre ich mit allem, was ich bin, ihm. Und ich darf
einfach lernen, ein guter Verwalter zu sein. Und da drin liegt wirklich, glaube ich, auch das Geheimnis für Vermehrung, dass wir in unserer Fähigkeit wachsen, eben die Dinge gut zu verwalten, richtig? Das ist richtig, und da sprichst du jetzt ein Thema an, was wir heute auch an irgendeiner Stelle sowieso eingebracht hätten, nämlich das Thema Bündnis. Ja, also das ist etwas, Gott ist einen Bund mit uns eingegangen. Ja, und er hat für diesen Bund alles gegeben. Das macht einen Bund aus. Man gibt sich komplett dem Bündnispartner hin. Ja, das ist ja auch zwischen bei dem Ehebündnis, was Steffi und ich eingegangen sind. Ich bin nicht teilweise, habe mich nicht teilweise Steffi hingegeben. Ja, meinetwegen mit nur dem Bereich von Zeit. Ja, aber Finanzen klammer ich aus oder meinen Job klammer ich aus oder was auch immer. Sondern ich habe mich wirklich komplett meiner Frau hingegeben. Das ist Ehebund, und das ist genauso der Bund mit Gott. Das ist nicht ein Gesetz. Bund, ne, sondern es ist ein Beziehungsbund, den Gott mit uns eingegangen ist durch seine Person Jesus, die er wirklich komplett gegeben hat. Und genauso, wir sind ja gleichwertiger Bündnispartner. Also hier ist es nicht so, dass Gott alles gibt und wir so gut wie gar nichts oder nur einen Teilbereich oder nur so die christliche Blase unseres Lebens und alles andere behalten wir für uns. Nee, Bund ist tatsächlich, wir gehen mit Gott einen Bund ein, wir geben alles ihm. Und zu allem gehört wirklich unser Leben, es gehört unsere Zeit, unsere Zukunftsaussichten und auch unser Geld. Unser Besitz, ja, das müssen wir neu in den Fokus bekommen. Das ist auch neu durch das Neue Testament durch Jesus ins Leben gerufen worden. Ja, das ist im Alten Testament waren es Begegnungen mit Gott zeitweise, ja, die da waren und wieder weggingen. Aber im Neuen Testament ist eine dauerhafte, ewige Beziehung zu Gott geschaffen worden, ja, und eine Bündnisbeziehung, wo wir uns quasi hingeben und Gott sich hingibt uns gegenüber. Und das ist cool, deshalb gehört eigentlich sowieso Gott alles. Also letztendlich haben wir nicht für nichts Anspruch, aber er vertraut, wie Steffi das schon sagte anfangs, er vertraut uns das an, wir sind Verwalter dessen. Ja, und ich hatte gerade so einen Gedanken, wo ich wirklich glaube, dass das der Heilige Geist ist. Oft bringen uns Notsituationen oder Herausforderungen dazu, Gott mehr zu suchen, auch im Bereich von Finanzen. Und ich glaube, der eine oder andere wendet sich dann auch in diesem Bundesverständnis an Gott zu sagen, Gott, na, ich habe doch einen Bund mit dir und alles, was ich bin und habe, gehört ja auch dir. Aber komm du doch jetzt und kümmere dich um meine Schulden. Aber Gott hat nicht einen Bund geschlossen mit unseren Schulden, sondern mit uns als Person. Und ich glaube einfach, dass Gott in dem Fall uns helfen möchte, im Bereich unserer Finanzen auf die Füße zu kommen und einfach zu schauen, was ist da, was können wir aussäen, damit wir dann auch eine Ernte bekommen, zum Beispiel um unsere Schulden zu bezahlen. Das ist eigentlich auch, ich sag mal, die Geschichte unseres Lebens. Wir haben Situationen erlebt, wo wir echt dringend Geld brauchten und wo Gott uns auch versorgt hat. Aber das Generelle, was wir erlebt haben in unserem Leben, ist, dass Gott uns hilft, zu sehen, was haben wir und was können wir tun? Was ist in unserer Hand? Wie können wir wirklich auch im Bereich von Finanzen auf die Füße kommen, um auch durch das, was wir einfach haben, was wir tun, einfach übernatürliche Versorgung zu erleben? Das ist also das Thema Bundesbeziehung mit Gott ist wiederum ein riesiges. Könnten wir jetzt reingehen? Vielleicht schließen wir das an dieser Stelle ab und greifen das irgendwann mal auf. Es ist wirklich ein wunderschönes Thema eigentlich. Aber ja, Gott ist unser Bundespartner. Es ist total kraftvoll. Da greife ich trotzdem eine Sache auf, die du jetzt angesprochen hast, nämlich Schulden. Ja, also ich glaube, zu einer Bundesbeziehung gehört wirklich, dass wir Schulden
ein absolutes No-Go gegenüber haben. Ja, also ich meine, heutzutage wird es nicht mehr von Schulden gesprochen, sondern von Kredit und von Anleihe. Und es hört sich alles super an, auch Dispo-Kredit, ja, Darlehen und so. Na, letztendlich sind es aber nichts anderes als Schulden. Und Steffi und ich sind an irgendeinem Punkt auch in unserer Bündnisbeziehung zu Gott an den Punkt gekommen, wo wir wirklich beschlossen haben, wir möchten und wir werden keine Schulden mehr aufnehmen. Wir hatten damals ein Dispo-Kredit und das ist echt so crazy. Ja, die heutige Zeit macht es einem so einfach. Na, du hast einen Dispo-Kredit, der fängt meistens mit 2000 Euro an und der steigert sich dann, je länger du bei der Bank bist. Innerlich bist du sogar irgendwie stolz auf dich. Wow, du hast mehr Vertrauen in die Bank. Unser Dispo war irgendwann mal bei 8000 oder sogar 10.000, ich kann mich nicht mehr erinnern. Na, und das ist so crazy, du nutzt das dann auch aus. Na, also wir waren an irgendeinem Punkt tatsächlich, wo wir auf unserem laufenden Girokonto minus 8.000 in der Kreide standen. Ne? Und bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, wo wir wirklich die Bank angerufen haben und gesagt haben, setzt unseren Dispo auf null. Wir wollen keine Schulden mehr machen. Wir brauchen das in unserer Bündnisbeziehung nicht. Oder wir hatten letztes Mal schon kurz unser Beispiel mit unserem kaputten Auto erwähnt, na? Wo wir es von jetzt auf gleich uns hätten 5.000 Euro ausleihen können, wo wir aber gesagt haben, nein, wieder Schulden. Wir wollen das nicht, ja? Wir glauben an göttliche Versorgung, wir glauben an die Bündnisbeziehung, wir wollen treu sein in dem. Und wenn in der Bibel steht, dass diejenigen, die wirklich Gott vertrauen, ja, sie werden nicht leihen, sie werden anderen leihen. Dann wollen wir das auch erleben. Wir erleben es noch nicht in der Fülle. Gerade sind wir ja dabei, ein Haus zu kaufen, wo wir auch in die Richtung denken und beten, aber wo wir vielleicht auch noch nicht ganz alles so erfasst haben. Aber wir machen uns immer mehr auf den Weg. Ich glaube wirklich an eine Zeit ohne Darlehen, ohne Kredite und ohne, dass wir uns Geld ausleihen müssen, sondern dass wir diejenigen sind, die anderen geben können, weil wir göttliche Prinzipien einfach auch gelernt haben und dass wir deswegen zum Überfließen haben. Ja, und der Weg, wie wir da hinkommen, ist für uns ganz praktisch wirklich in dem zu leben, was Gott uns sagt. Ja, wir haben eine Saat, wir säen aus und wir werden auch ernten. Und in manche Dinge säen wir länger aus, um dann auch eine Ernte zu erhalten. Aber das funktioniert. Und ich möchte vielleicht noch mal kurz hinzufügen, als Alex sagte, dass wir dann irgendwann wirklich allein mit unserem Dispo-Kredit 8000 in den Miesen waren. Wir haben nie über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben nie einfach Sachen gekauft oder hier mal Möbel oder so. Überhaupt nicht. Aber die Realität, die wir einfach erlebt haben, war, dass nie genug da war. Und dass irgendwie immer irgendwo ein Loch war, das gestopft werden musste. Und aus meiner Sicht, auch heute kann ich einfach nur sagen, dieses Weltsystem macht es einem nicht nur einfach, Schulden zu machen, sondern ist einfach wirklich, dämonisch. Das heißt, überall ist der Fresser, ja, so sagt es uns auch die Bibel, der überall am Gucken ist, wo kann er Mangel verursachen, wo hat er Möglichkeiten mitzumischen. Und das ist das, was wir erlebt haben. Ja, es war einfach, das ist einfach so weggeflossen, ohne dass wir großartig etwas gemacht hätten. Bis zu dem Moment, wo wir angefangen haben, hier einfach ein paar Türen zu schließen, zum Beispiel zu sagen, wir wollen keinen Dispo-Kredit. Kredit mehr, das ist keine Option mehr. Und das ist natürlich herausfordernd, aber das ist auch der Prozess, wo unser Denken anfängt, sich zu verändern, weil wenn ich plötzlich diese Hintertür, ein Konto zu überziehen, nicht mehr habe, dann kann ich mich ja nur zu Gott wenden. Und dann war das natürlich auch ein zum Teil wirklich sehr schmerzhafter Prozess, festzustellen, Mensch, eigentlich weiß ich diese Dinge. Und irgendwie glaube ich, aber irgendwie glaube ich auch nicht. Ja, dann kommst du in diese Zeiten, wo du echt realisierst, dass in dir ein kleines Waisenkind steckt, was gar nicht glauben kann, dass da ein himmlischer Vater ist, der alles hat. Ja, und das sind wieder ganz andere Prozesse, die man durchgeht. Aber ja, es ist einfach so wahr. Ich glaube, wir müssen auch in dieser Zeit einfach sehen, was
Was ist wirklich ein Segen, aber was ist eigentlich ein Fluch? Und was bringt uns einfach tiefer in die Realität hinein, ein übernatürliches Leben mit Gott zu finden? Und was, ja, was nimmt uns eigentlich noch mehr von dem, was wir eigentlich zur Verfügung haben? Gerade dann, wenn das Konto leer ist und es sind echt noch 10 Tage vom Monat übrig, ne, bis zum nächsten Gehalt, auch das kennen wir, Leute. Ja, und deshalb bin ich einfach so dankbar, dass Gott uns geführt hat in die göttliche Mathematik. Und da wollen wir euch mit hineinnehmen, weil wir echt empfinden, das, was wir erlebt haben, ist ja ein Stück weit auch eine Salbung. Eine Salbung auch freizusetzen bei anderen, weil Gott ist ja derselbe bei Steffi und mir, wie er bei euch ist. Ja, deshalb gibt es so viel Mut und Hoffnung auch für euch, auch was in was für Schuldenfallen oder keine Ahnung für Gedanken ihr euch rein euch begeben habt. Ja, es ist Fülle da, Freisetzung da auch für euch. Ja, Amen dazu. Da beten wir auch am Schluss dafür. Ja, ich denke mir, ich starte jetzt einfach auch trotzdem nochmal mit einem ganz anderen Bereich, Steffi, darf ja. ich, den wir an dieser Stelle auch echt noch wichtig finden. Etwas, wo wir jetzt an dieser Stelle noch gar nicht beleuchtet haben. Und hier haben wir beide ein Zeugnis gelesen von Robert Henderson. Ein Zeugnis, was uns so berührt hat. Und ich möchte mal das möglichst nah auch wiedergeben, wie er das so geschrieben hat. Deshalb konzentriere ich mich da mal auf meine Notizen. Robert Henderson war lange Zeit ein apostolischer Leiter in Texas. Und in dieser Zeit kam nach einem Gottesdienst eine Frau auf ihn zu und drückt ihm eine Summe Geld in die Hand. Und er war ganz verdattert und diese Frau sagt, dass sie dieses Geld für ihren alkoholkranken Mann säen will. Sie will es aussäen für ihren alkoholkranken Mann, der bei einem Trinkgelage vor kurzem in einem Reha-Zentrum gelandet ist. Und die Ärzte haben dieser Frau gesagt, dass das der Schaden, den dieses Trinkgelage angerichtet hat, bei ihm so dauerhaft wäre, dass er nie mehr derselbe sein würde. Ja, er würde für sein ganzes Leben lang arbeitsunfähig bleiben und sie sprachen sogar von einem Dahinvegetieren, einem Dahinsiechen. Ja, und Robert Henderson nahm dieses Geld, obwohl er zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht wusste, was für geistliche Prozesse damit verbunden sind. Und am nächsten Tag zeigt ihm oder sagt ihm der Heilige Geist, dass er jetzt gehen soll zu diesem Mann in dieses Reha-Zentrum, um für ihn zu beten. Und das macht er dann auch. Er hat sich aufgemacht und er kommt dahin. Er nimmt die Frau von dem Mann mit und sie kommen in dieses Krankenzimmer. Dieser Mann, der ist völlig eingeknickt auf seinen Rollstuhl. Die Sabber läuft ihm weg und er realisiert niemanden, denn der kriegt gar nicht mit, dass da jemand kommt. So in dem Zustand war er. Und dieser Robert Henderson legt seine Hände auf die Knie von dem Mann und er betet ein ganz einfaches Gebet um totale Wiederherstellung. Das war sein Gebet, ganz schlecht. Ja, und dann schreibt er so, zu meinem Erstaunen kam wieder Leben in diesen Mann. Nach wenigen Minuten tanzten er und seine Frau direkt vor mir in so einem ja, so typischen texanischen Tanz. Es war auf jeden Fall eines der bedeutsamsten Wunder, die ich jemals erlebt habe, auch wegen der Art und Weise, wie es geschehen ist. Und so schreibt er, dass er erst viele, viele Jahre später dann auch so langsam Stück für Stück auch kapiert hat, was hier eigentlich vor sich ging, nämlich dass dieses Geld, was die Frau anfangs an Robert Henderson gab, dass dieses Geld ein Zeugnis war in den himmlischen Gerichtshöfen, ein Zeugnis für das für die Heilung eintrat. Und das ist für viele vielleicht neu,
Dieses Ganze, wobei ich glaube, dass du auch in dieser Gruppe schon über himmlische Gerichtshöfe gesprochen hast, Steffi. Na, nur mal kurz mal zur Wiederholung. Hier zitiere ich mal Offenbarung 12, Vers 10, wo steht, dass der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, auf die Erde hinabgeworfen wurde. Also ihr müsst ihr euch tatsächlich so wie eine Art Gerichtssaal vorstellen, ja, wo der Ankläger, das ist der Teufel, wirklich versucht, diejenigen, die an Gott glauben, also die mit Gott gehen, also diejenigen aus Gottes Volk, wirklich anzuklagen. Und da sucht er alles Mögliche, bis er was gefunden hat, um dann vor Gott eine Anklage darzubringen. Und ihr müsst wissen, wenn Satan eine berechtigte Anklage findet und die dann vor Gott bringt, dann fordert er sein Recht ein. Und Gott als gerechter Richter muss dann sogar für ihn sprechen. Okay, das sind die himmlischen Gerichtshöfe. Und ich habe das mal ganz, ganz hautnah in meiner eigenen Familie erlebt. Das ist einige Jahre her, ich glaube 3, 4 Jahre, als wir in Duisburg mal waren, Steffi und ich auf einer Konferenz. Und im Hotelzimmer wachte ich plötzlich auf und Gott sagt mir, dass ich in die himmlische Gerichtshöfe gehen muss für einen unserer Söhne, unseren zweitjüngsten Sohn. Der war damals in so einer Phase immer mal wieder krank, ja, bis hin zu Antibiotikum, ja, immer wieder musste er Tränen wegdrücken, ja, und man hat ihn gefragt, hey, was macht dich denn traurig und so, aber der konnte es nie in Worte fassen, na? Bis ich da realisiert habe, das fing mit dem Moment an, das hat der Heilige Geist mir gezeigt, das fing mit dem Moment an, wo unser Zweitjüngster bei einem Freund in der Familie war und da ist irgendwas passiert, ich weiß gar nicht, der ist vielleicht hingefallen oder so. Und die Mutter von dem Freund hat ihm so Pillen gegeben, so homöopathische Kügelchen. Ja. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieser Bereich sehr durchdrungen ist, auch von Zauberei, von Abgötterei und. Ja, und seitdem ist er regelmäßig krank gewesen. Ja, ich habe schon erwähnt, bis hin zu Antibiotikum hat er gebraucht. Ja, und diese Traurigkeit, die man vielleicht heute eher als Depression bezeichnet hätte. Ja, und ich bin in dem Hotelzimmer, das war mitten in der Nacht, habe ich das in Erinnerung, oder vielleicht in den frühen Morgenstunden, habe ich mich hingestellt, ich habe Buße getan, im himmlischen Gerichtshof habe ich Buße getan dafür, damit der Ankläger, nämlich Satan, kein Recht mehr hat, ja, meinen Zweitjüngsten anzuklagen und entsprechend ihn zu knechten. Und ich habe in dem Moment auch den Geist der Depression und der Krankheit geboten, dass er gehen muss. Und das war wirklich ab dem Tag, war unser Zweitjüngster davon wirklich befreit. Das sind die himmlischen Gerichtshöfe, die wir auch, wo wir auch Recht sprechen können und wo hier, um zurückzukommen zu Robert Henderson, ja, wo dieses Geld sogar Zeugnis gab, also eine Stimme war, um für diesen kranken Mann einzutreten, für dessen Heilung einzutreten, dass mit Satan als Verkläger rausgeschmissen werden musste aus dem Gerichtssaal. Ist es nicht der Hammer? Oh, ich finde das so cool, ey. Und jetzt mögt ihr vielleicht denken, ist denn das biblisch, was ich hier erzähle? Wo finden wir das denn auch im Neuen Testament? Das ist ja ganz wichtig. Wisst ihr, man liest, wenn man sowas erlebt hat, man liest manche Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel. Dinge, die man schon so oft gelesen hat. Aber wisst ihr, ihr kennt vielleicht den Cornelius. Ja? Cornelius, durch den ist wirklich die Welt verändert worden. Also nicht unbedingt durch ihn, aber Gott hat durch Cornelius wirklich die Welt verändert. Das war die Geschichte, wo Cornelius wirklich zu Petrus Leute schicken sollte. Petrus wurde darauf vorbereitet, mit diesem Traum auf irgendeinem Dach von irgendwelchen Leuten, mit diesem Tuch, wo unreine Tiere drin sind. Viele von euch kennen die Geschichte. Diese Unreinheit stand
ganz klar für das außerjüdische Volk. Petrus war für sich jemand, der gesagt hat, ich bin für die Juden da, um ihnen das Heil zu bringen, Jesus zu bringen. Aber Gott sagt zu ihm ganz klar, wirst du etwas als unrein bezeichnen, was ich als rein bezeichne. Und so wurde Petrus, um mal das ganz zusammenzufassen, Petrus wurde dazu bestimmt, zu Cornelius zu gehen, um das Reich Gottes nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden zu bringen. Und an einer Stelle sagt die Bibel ganz klar, warum das Ganze so oder was das Ganze ins Laufen brachte. Nämlich Apostelgeschichte 10, Abvers 3. Und hier lese ich mal, ich sah in einer Erscheinung ungefähr um die 9. Stunde des Tages deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte, Cornelius. Er aber sah ihn gespannt an und wurde von Furcht erfüllt und sagte, was ist, Herr? Er sprach zu ihm, also der Engel spricht zu Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Leute, wisst ihr, was das heißt? Diese Gebete, aber auch die Almosen, also das, was er gegeben hat, sie wurden zum Zeugnis in der himmlischen Welt. Und ich kann mir das so real, wirklich so real vorstellen, wie der Teufel auch hier versucht, alles Mögliche hervorzubringen, Anklage, aber wie dann als Zeugnis hervorgebracht wird, die Gebete, aber auch die Almosen von Cornelius und buchstäblich Satan zum Verstummen gebracht haben. Ist das nicht cool, dass deine und meine Opfergaben tatsächlich auch für uns sprechen im Gerichtssaal? Also, dass sie wirklich eine Erinnerung sind, das, was wir geben, ja, vielleicht zuerst aus Gehorsam, dann aber weitergehend aus einem inneren Verständnis heraus bis hin zur Freude. Es gibt wirklich eine Freude des Gebens. Ja, das wird plötzlich etwas, wo nicht nur hier in unserem Leben und Erleben Multiplikation erschafft, sondern sogar in der himmlischen Welt, also wirklich in der Gerichtsbarkeit Gottes für uns sprechen wird. Das finde ich echt ein Hammerding, Leute. Das spricht für dich. Dem Teufel wird buchstäblich das Maul gestopft durch deine Gaben, die du gibst. Hammer, oder? Ja, und das ist einfach, das ist dieses größere Bild wieder, wenn wir verstehen, dass wir Verwalter sind und dass dieses Prinzip von Saat, Säen und Ernten einfach für alle Bereiche unseres Lebens gilt. Und egal, wo du gerne etwas ernten möchtest, und ich meine, oft sind es ja Bereiche, wo wir auch vielleicht Mangel erleben. Ja, das mag tatsächlich Krankheit sein, das mag finanzieller Art sein, vielleicht möchtest du ein Auto ernten, ja, oder du sehnst dich einfach nach mehr von Gott. Ja, auch das ist etwas, wo ich regelmäßig hineinsehe. Oft sind es ja die Dinge, nach denen wir uns sehnen, wo wir einfach lernen dürfen, einfach innezuhalten und nicht nur Gott unsere Wunschliste zu präsentieren, sondern einfach, weil wir verstehen, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir im Leben brauchen, für immer, an jedem Tag, einfach zu sagen, was habe ich denn? Was habe ich in meiner Hand? Was kann ich aussäen? Einfach auch, um in diesem Bereich eine Ernte zu erleben. Das ist wirklich ein geistliches Prinzip. Und was da dahinter steckt, sind tatsächlich auch letzten Endes die Gerichtssäle Gottes. Ja, das ist natürlich dieser ganze Bereich von, habe ich offene Türen auch im Bereich von Finanzen? Hat der Teufel denn ein Recht, mich anzuklagen? Manches Mal findet er auch etwas in den Generationslinien. Und das ist einfach ein Geheimnis zu verstehen, wenn wir mit Jesus leben, mit dem Heiligen Geist, dann haben wir nicht immer die logische Erklärung für die Dinge um uns, aber wir dürfen einfach seinen Impulsen folgen und einfach verstehen, wenn wir in diesem Prozess bleiben, ein Leben zu führen, wo wir kontinuierlich aussäen, dann muss ich nicht zwangsläufig immer wissen, was dabei rauskommt, sondern ich darf einfach verstehen, wenn ich treu bin als Verwalter und bereit bin, auszusäen tagtäglich,
dann werde ich alle Dinge ernten, die ich brauche für die unterschiedlichsten Bereiche meines Lebens. Also es ist noch nicht mal so, dass ich immer wissen muss, wofür sähe ich denn gerade aus. Manchmal kann man sehr strategisch sein damit. Und manchmal ist es schlicht dieses Leben in Gottes Prinzipien. Und ich meine, für mich ist zum Beispiel der geistliche Bereich ein Bereich, wo ich kontinuierlich aussähe und dranbleiben möchte. Ja, ich bin hungrig nach mehr von Gott. Ich sehne mich nach seiner Herrlichkeit. Ich möchte Zeichen und Wunder erleben. Und es gibt Menschen weltweit, die verfolge ich vielleicht in ihrem Dienst. Und ich sehe einfach, was sie haben, was ich nicht habe. Ich sähe sehr strategisch, regelmäßig aus in ihren Dienst, weil ich sage, Gott, das ist die Ernte, die ich haben möchte. Und so funktioniert das Leben mit Gott. Es ist total spannend, aber eigentlich ist es ganz einfach und praktisch. Und ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit eigentlich übers Geld. Es hat das Thema Finanzen und natürlich möchten wir gerne Finanzen ernten. Aber das geht weit darüber hinaus. Ja, vielleicht sagst du, ja, ich würde ja so gern, wenn ich mal Geld hätte, dann würde ich ja, aber ich habe wirklich nichts. Ja, aber dann ist die Frage, okay, du magst keine Finanzen haben zum Aussäen. Oder vielleicht hast du nur 5 Euro, die du erübrigen kannst. Ja, vielleicht kannst du auf etwas verzichten, damit du Finanzen hast zum Aussäen. Oder einfach zu sagen, was habe ich denn außer Finanzen, was ich aussäen kann. Vielleicht hast du einen wunderschönen großen Garten. Ich meine, im Moment ist da nicht viel los, aber angenommen, dein Garten steckt voller Blumen. Dann magst du nicht die Finanzen haben, um zu gehen und für jemanden einen Blumenstrauß zu kaufen und den zu schenken. Auch das ist ein Aussäen. Dann kannst du durch deinen Garten gehen und aus deinem Garten ernten und wiederum in jemanden aussäen, indem du diese Blumen weiterschenkst. Vielleicht bist du jemand, der gerne kocht und du sagst, na, wenn ich für 2 koche, dann kann ich auch gleich für 4 kochen und meinen Nachbarn was geben. Einfach dieses, was habe ich denn? Vielleicht ist es Zeit, ja, zu sagen, Gott, eigentlich ist mein Leben voll, aber ich möchte mir heute echt Zeit nehmen, um die oder jene Person anzurufen, weil ich habe einfach irgendwie das Gefühl, die braucht das. Das ist ein Aussäen deiner Zeit. Und du wirst zu gegebener Zeit etwas ernten. Vielleicht hat jemand anderes dann Zeit für dich, wenn du es brauchst. Vielleicht wird diese Ernte aber auch in eine ganz andere Richtung gehen. Gott weiß ja, was du brauchst. Und ich finde es wirklich, das macht meinen Tag viel bedeutsamer, wenn ich nach diesem Prinzip lebe. Denn mal Hand aufs Herz. Wie viele deiner Tage würdest du sagen, die sind halt schlicht gewöhnlicher Alltag? Das kann so langweilig sein manchmal, oder? Oder man kann schnell in die Falle tappen zu sagen, ne, ich gehe ja nur in mein Büro jeden Tag. Oder ich sitze ja nur zu Hause mit meinen Kindern. Aber wenn man anfängt, hier umzudenken und zu verstehen, dass jeden Tag kann ich schauen, was habe ich? Was kann ich aussehen? Heiliger Geist, was ist heute dran? Was kann ich tun? Was ist die Saat, die du mir gegeben hast? Und aber auch einfach einen Blick dafür zu bekommen, wo kommt Ernte? Ja, wo kommt jetzt eine Ernte rein, die ich quasi ausgesät habe? Das ist so praktisch, aber es ist auch so real. Und ich sag mal, da brauchst du keine langweiligen Tage mehr haben. Keine Tage, wo du denkst, dein Leben ist so bedeutungslos und du kannst nichts bewirken. Das ist einfach eine Lüge vom Feind. Und ich glaube tatsächlich, dass es darum geht, dass wir das Abenteueralltag entdecken, indem wir unsere Saat nehmen, aussäen und dann auch Ernte erleben. Ja, da darfst du echt total out of the box denken. Ja, also zum Beispiel, ich merke in mir, also ich will in vielen Bereichen noch mehr, ja. Aber ein Teilbereich ist zum Beispiel, dass ich mich danach sehne, irgendwo eine politische Stimme zu sein. Ja, und hier habe ich gemerkt, ich will da auch wirklich hinein säen. Ja, dass ich mich informiere, dass ich Bücher lese, dass ich Medien oder Journalisten verfolge, die einfach eine
die politisch so eine Weitsicht haben, um gut auf den Punkt zu bringen, wo ist Deutschland, wo steht Europa. Ne? Also vielen ist es viel zu langweilig, ja. Aber mich interessiert es und ich will das lesen. Und ich habe auch irgendwann mal von Gott den Impuls bekommen, dass ich dem und dem, den ich so verfolge, auch echt, dass ich Geld hineinsehen soll. Habe ich ihm 100 Euro per PayPal überwiesen vor einigen Monaten. Oder dass ich ihm auch echt meine Ermutigung schick, ja, so sehe ich in einem Bereich, wo viele andere Christen jetzt denken würden, naja, das ist doch jetzt gar nichts Christliches, ja, also das ist gar nicht Reich Gottes, aber das mache ich für mich, weil ich spüre eine Sehnsucht jetzt an der Stelle, wo ich vielleicht irgendwann mal sein könnte, dass Gott da Türen öffnet, auch sei es als Lobbyist oder als Politiker, glaube ich jetzt nicht, aber zumindest eine Stimme zu haben, ja, hineinzusprechen in unsere Nation auf eine Art und Weise, die anders ist, die dann wiederum Königreich Gottes Prinzipien hineinbringt, selbst in so ein Areal. Ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, wie das aussehen könnte, ne? Aber ich weiß einfach, und in mir ist eine Sehnsucht, ich möchte da rein investieren. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber es ist ein völlig anderer Bereich. Vielleicht hast du einen ganz anderen Bereich, wo du noch nie auf die Idee gekommen bist, dass das Gott ist, der so eine Leidenschaft in dich hineingelegt hat, wo du vielleicht tatsächlich wirklich investieren sollst in dich selber, damit dein Einfluss wächst, damit deine Stimme lauter wird oder das Gebiet erweitert wird von dir. Ich bin auch gespannt, was da bei dir rauskommt. Aber ich meine, das wird jetzt natürlich riesig, das Thema. Ihr merkt vielleicht, jetzt sind wir hier ganz schnell auch beim Thema Berufung und Bestimmung, ja. Aber so viele Menschen sitzen halt da und warten und haben irgendwie keinen Schnall davon und finden das nur schwierig. Aber Fakt ist, dass wir, auch wenn es um unsere Berufung geht, um das, was Gott in dein Herz gelegt hat, müssen wir anfangen, wirklich auszusäen, auch mit unseren Finanzen, ja. Da, wo Gott dich hinhaben möchte, da musst du anfangen, auch in dich selber zu investieren. Vielleicht bedeutet das, dass du für eine zusätzliche Ausbildung einfach bezahlen wirst für dein Leben, für die Bestimmung, die auf dich wartet. All diese Dinge, die fließen da wirklich mit rein. Aber heute unser Thema war ja der Schwerpunkt wirklich so, die Gerichtssäle Gottes spielen auch in unseren Finanzen eine Rolle und dass wir verstehen dürfen, dass auch unsere Finanzen quasi Einfluss haben im Himmel. Und ich möchte das vielleicht mit folgendem Gedanken hier so langsam Richtung Ende bringen. Es ist mir ganz wichtig, einmal den Fokus auf Gott zu richten und ganz klar zu sagen, Gott ist kein willkürlicher Gott. Und gerade wenn es um den Bereich von Finanzen geht und von Segen und von Verheißungen, empfinden viele Christen zumindest eine Unsicherheit, gerade in ihren Herausforderungen und Nöten, einfach zu sagen, Gott, ich verstehe dich nicht, es erscheint mir so willkürlich, was du tust und dem einen hilfst du und dem anderen nicht. Wie soll ich dich verstehen? Ich glaube, jeder von euch hat schon mal solche Zeiten durchlebt und ich will dir einfach sagen, Gott ist nicht willkürlich, sondern wir dürfen ihn kennenlernen in seinem Wort. Gott ist an Gesetzmäßigkeiten gebunden, an seine Gesetzmäßigkeiten, an die Gesetzmäßigkeiten des Himmels, auch im Bereich Finanzen. Und es ganz am Anfang in der ersten Session haben wir das gesagt, das ist nicht, weil Gott unser Geld braucht, sondern weil Gott einfach alles vorbereitet hat, damit wir im Segen und Überfluss leben können, wenn wir uns dem unterordnen. Gott ist an sein Wort gebunden und das gilt für dich genauso wie für mich. Aber wir müssen einfach auch hier sehen und verstehen, es ist ein Lernen, es ist ein Prozess, es hat einfach unterm Strich wieder mal mit Beziehung zu Gott zu tun. Ja, denn Gott will nicht nur segnen und dich retten, sondern er möchte einfach immer zuallererst mit dir in Beziehung leben. Und auch im Bereich von Finanzen geht es darum, wirklich einfach in seiner Intimität mit Gott zu wachsen, ihn kennenzulernen, wie er ist als guter Gott, als Gott, der alles bereitgestellt hat im Himmel für uns, was wir jemals in diesem Leben brauchen werden, und zwar für jeden Bereich unseres Lebens. Und nur, weil wir das vielleicht noch nicht vollständig erleben, bedeutet es nicht,
dass es nicht wahr ist. Ja, Gott ist fest, er ist, wie er ist, und er verändert sich nicht. Und er war in der Vergangenheit, der ist er auch in der Zukunft. Und der er ist im Leben von anderen, der möchte er auch für dich sein. Also hier gibt es keine Begrenzung, hier gibt es keine Ausnahmen und hier gibt es auch keine Lieblingskinder, sondern ja, wir sind Gottes Kinder. Und als seine Söhne und Töchter möchte Gott uns freigesetzt sehen im Bereich von Finanzen. Und das Ziel von dem Ganzen ist nicht nur dein eigenes Leben freigesetzt zu sehen, sondern das Ziel von dem Ganzen, das Ziel Gottes ist, das Königreich Gottes auf dieser Welt freizusetzen. Und wir brauchen Finanzen im Königreich Gottes. Und um Finanzen im Königreich Gottes freigesetzt zu haben, brauchen wir Menschen, die zuallererst freigesetzt werden in ihrem persönlichen finanziellen Leben. Versteht ihr? Darum geht's eigentlich. Und das ist das, wo Gott drauf hinarbeitet, auch in dieser Gruppe. Ja, er kommt, er baut sein Reich durch dich und mich und er wird Finanzen in das Reich Gottes hineinbringen, aber er muss zuerst wirklich gute Verwalter vorbereiten. Also lasst uns doch alles dran setzen, Verwalter zu werden, gute Verwalter, damit er uns mehr anvertrauen kann. Okay, wir müssen uns nicht sorgen, wo das Geld herkommt, sondern unsere Sorge muss sein, Gott, ich möchte ein guter Verwalter werden und sein. Amen dazu, wow. Vielleicht als kurzen Schluss, als Schlussthema, oder was machst du jetzt mit Rückschlägen? Was machst du jetzt in Herausforderung? Einfach drei Sachen. Das erste ist, preise seine Güte. Auch wenn du es noch nicht siehst, preise das, was er verheißen hat in seinem Wort. Allein dieser Bibelvers, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oh, was habe ich den schon zitiert, gesungen, geschrien, drüber geweint und geheult und keine Ahnung was. Aber ich habe Gott gepriesen als derjenige, der einfach uns alles gibt, wessen wir bedürfen, in Jesus Christus, aus seinem Reichtum heraus. Ne? Uns wird nichts mangeln. Das ist das Erste. Preise seine Güte. Das Zweite ist, bleibe standhaft. Ja, weißt du, wann immer Gott dir ein Wort oder eine Offenbarung gibt, eine neue Erkenntnis gibt, wird Teufel immer sofort da sein und dir was anders vorgaukeln. Du wirst immer die Wahl haben. Jemand hat mal gesagt, du wirst immer im Garten Eden stehen, wo ein Baum da sein wird, der dich anschreit. Hat Gott wirklich gesagt? Meinte Gott wirklich das? Aber es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, erst wenn wir die Wahl haben, uns wirklich entweder zu entscheiden für Gottes Weg oder zu entscheiden für diese, hat Gott wirklich gesagt, also für diese Einflüsterung Satans. Erst wenn wir die Wahl haben, haben wir auch die Belohnung. Das ist krass, aber es ist auch eine Ermutigung für uns. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, prophezeie. Prophezeie über dir, über deine Familie, über dein Einflussgebiet, was Gott dir anvertraut hat. Also prophezeie Gottes Perspektive über dir. Das, was Gott gesagt hat, für dich, was du jetzt noch nicht siehst, du rufst diese Perspektive, diese Sichtweise, diese Wahrnehmung hinein in das Hier und Jetzt. Das sind meine drei Punkte für dich zum Abschluss. Ja, so gut und so praktisch. Und es begeistert mich einfach an Gottes Wort, wenn du diese Inhalte der drei Sessions nimmst, von heute und den letzten zweien, dann hast du im Bereich von Finanzen ein gesundes Fundament, auf dem du bauen kannst, und du wirst erfolgreich sein. Du wirst erleben, einfach nicht nur, dass Gott dein Versorger ist, sondern dass wirklich von dir wegfließt, auch im Bereich von Finanzen. Und das ist so wunderbar. Das lohnt sich. Und da möchte ich dich wirklich einladen dazu. Ich möchte dich wirklich ermutigen, das vor Gott festzumachen, zu sagen, Gott, ich möchte ein guter Verwalter sein. Ja, und einfach Abstand zu nehmen von diesem Denken. Naja, das gehört ja mir. Und ich entscheide ja, was ich damit tun will. Das ist nicht richtig, nicht biblisch. Einfach zu sagen, Gott, ich möchte lernen zu denken, was du sagst, was richtig ist. Ich bin ein Verwalter in allem, was du mir anvertraut hast. Und ich möchte wirklich lernen. Heiliger Geist, hilf mir. Okay? Und so möchte ich euch einfach segnen an der Stelle. Und ich danke dir, Vater, dass du dein Wort bewahrst, dass es auf guten Boden fällt.
und wirklich Frucht bringt, dass eine Ernte kommt. Danke, dass du uns alle freisetzt im Bereich von Finanzen und dass du uns zu guten Verwaltern machst. Danke, dass wir gute Verwalter sein dürfen, dass du uns das ins Herz gelegt hast. Alles, was wir auch dafür brauchen, es ist da. Wir haben diese Fähigkeit und wir dürfen mit dir, Heiliger Geist, Tag für Tag gehen. Es ist spannend, auf deine Stimme hören und wir dürfen lernen, auszusäen und wir werden erleben, dass die Ernte hereinkommt. Ich danke dir, dass dein Segen fließt, auch hier und jetzt und heute, auch da, wo Not ist. Ja. Herr, du, dein Herz ist nicht hart uns gegenüber, sondern weich. Du schaust nicht weg, wenn wir Not haben, sondern du bist da auch in unserer Not. Und ich danke dir für neue Strategien vom Himmel, wie wir auch die Notsituation in unserem Leben wirklich wenden können. Danke Gott für Freisetzung, für Segen, für Überfluss in Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wow. Amen. Gut. Seid gesegnet mit dieser Botschaft. Danke, Alex, nochmal für die letzten Sessions. War einfach cool. Super rund. Danke für deinen Dienst. Spaß gemacht. Danke, dass ich das machen durfte, Steffi. Na klar. Bestimmt nicht das letzte Mal. Und ich wünsche euch allen wirklich Freisetzung. Ihr werdet Freisetzung erleben in diesem Bereich. Schreibt es ruhig auch weiter in diese Gruppe hinein, was ihr einfach ganz praktisch mit Gott in diesem Bereich erlebt. Okay? Ich freue mich darüber, von euch zu hören. Ja, genau. Lasst uns erzählen, was Gott tut, auch im Bereich von Finanzen. In diesem Sinne wünsche ich euch einfach noch jetzt einen tollen Tag. Viel von Gottes Kraft, seiner Gegenwart. Und nächste Woche ist dann wieder ganz normal mittwochs die Live-Session. Okay? Macht's gut. Bis denn. Tschüss.